Jimmy's Bar. No Androids allowed. Keine Androiden erlaubt. Finde Lieutenant Anderson. Sieh dich mit dem rechten Stick um. Finde Lieutenant Anderson, scanne die Gesichter. Okay. Dann tun wir das doch zuerst. Myers Derek, geboren 7.05.89. Okay. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Die haben wohl was gegen Androiden. Negativ. Er ist es auch nicht. Was ist dein Problem? Patterson Jimmy. Keine Vorstrafen, er ist Geschäftsinhaber. Willst du einen ausgeben? Johann Kim, negativ. Vorstrafen, häusliche Gewalt. Oh Mann, wird immer besser. Keine Vorstrafen. Was mit dir? Wie gedacht. Auch nicht. Hey Jungs, ich muss euch mal scannen. Betäubungsmittelverkauf. Eieiei, was mit dem? Hey, verschwinden! Ja, ja, ich verschwinde sofort. Keine Vorstrafen. Robots Chris. Bitte hier! Die Leute alle hier sind. Die haben ja echt was gegen Androiden. Lieutenant Anderson stand da. Ich hab's leider weggedrückt. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber ich... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Okay, der Lieutenant trinkt offensichtlich sehr, sehr viel und hat was gegen Androiden. Sagtest du Tötungsdelikt? Aber wir versuchen natürlich,
die Story friedlich durchzuspielen und jeden irgendwie herauszuholen. Um Gottes Willen. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. So ein Scheiß, ganz wie ich will. Okay, wir können jetzt hier warten oder wir folgen ihm. Hier steht, folge Lieutenant Anderson. Also tun wir das doch mal. Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Welchen Teil vom Blatt und Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So. Du hast jetzt einen Androiden? Hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen am Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Eine Leiche. Oh, Himmel, dieser Gestank! War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand... Okay, hör das Briefing an. Und wir müssen... Hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Red Eyes. Nein, der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauch mal frische Luft. Getrocknetes Blut. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Analysieren. Come visit yours. Ha. Hier hätten wir alles. Dann schauen wir doch mal hier rein. Wieder getrocknetes Blut. Gossips Weekly. Offiziell, Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Das Ergebnis unserer Umfrage macht es offiziell. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. 52% der Männer geben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. What? Okay. Es wurde diverse Gründe ausgegeben, aber wir glauben, den wahren zu kennen. Androiden wollen hinterher nicht über ihre Gefühle
Gefühle reden. Dieser Bericht wurde von Eden Club gesponsert. Diskretion ist unser zweiter Vorname. Spioniert ihr Android sie aus? CyberLife könnte mithilfe seiner Androiden private Informationen sammeln. Immer mehr Experten weisen darüber hin, dass CyberLife seine 120 Millionen Androiden nutzen könnte, um Details von Privatgesprächen seiner Kunden aufzuzeichnen und an Handelspartner zu verkaufen. Haben Sie je beim Dinner mit Ihrer Partnerin über ein neues Auto gesprochen? CyberLife könnte diese Information für gezielte Werbung nutzen. Doch hier enden die Möglichkeiten nicht von überlegten Aussagen bis hin zu politischer Zugehörigkeit. Kann alles gespeichert und für bruchlose Zwecke genutzt werden. Okay, weiter geht's. Noch ein Text. Die Fülle an Berichten, die wahre Warrens Präsidentschaft mit CyberLife verbinden, tragen zu allgemeiner Sorge bei. Mehrere Verbraucherschutzorganisationen fordern eine Offenlegung von CyberLife über die gesammelten Informationen und deren Verkauf, doch das Unternehmen weigert sich. Forderungen nach einer offiziellen Untersuchung blieben unbeantwortet bisher. Wow. Okay, das Lesen macht mich schon etwas fertig. Wow, okay. Aber schon krass, Fingerabdrücke. Zeichen eines Kampfes. Ja, das glaube ich auch. Dass hier ein Kampf gewesen ist. Okay, nein, das wollte ich nicht mehr. Verdammt, das hatten wir doch gerade. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben. Hier fehlt ein Messer. Mordwaffe von hier genommen. Okay. Gut. Da hinten ist noch etwas. Red Ice. Unser Freund Carlos hat gerne Okay, ein Schläger. Fingerabdrücke rekonstruieren. Das ist wahrscheinlich das Opfer. Abweichler nahm ein Messer. Abweichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Schauen wir mal, was draußen ist. Schuhabdrücke. Die Tür war von hinten verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Wir haben 8 von 10 Beweisstücke gefunden, aber hier waren wir noch nicht. Bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's.
haben wir. Also etwas habe ich übersehen. Hahaha, das ist die Küche. Hier waren wir noch nicht. Ups. Zwanghafte Scheiben. RA9. Verstorben. Ortiz Gallos. Messerstiche. Ach du Scheiße. Und die Fingerabdrücke rekonstruieren. Viele Flaschen, da ist er wohl ausgerutscht. Wurde erstochen. Sie kamen aus der Küche. Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Normale Buchstaben. Schriftart Cyberlife Say. Wir haben alle Beweisstücke. Wir erstatten Lieutenant Anderson. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann in der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wurzel. Und er wollte dem Androiden entkommen.
Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Ja. Suche nach blauem Blut. Und da sehen wir die Blutspuren. Die gehen hier rein. Schauen. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh, dann überprüf mal schön. Was hat diese Stoffpuppe hier zu tun? Okay, es ist keine Stoffpuppe, aber eine Puppe. Das war der Android. 100%. Da hat was Rotes geleuchtet. Wow. Abweichler lokalisiert. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Na los! Partner. Trophäe erhalten, Abweichler gefunden. Und wir haben es zu 75% abgeschlossen.
Da hat uns auch wieder etwas gefehlt. Man kann es nie zu 100% schaffen, irgendwie alles zu finden beim ersten Mal. Naja. Die Hauptsache, wir haben es geschafft. So, und damit würde ich auch sagen, mache ich mal eine kleine Pause, denn ich nehme jetzt schon, glaube ich, 2 Stunden auf. Die erste Folge kommt heute noch hoch. Und dann würde ich mich mal verabschieden und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.